Schädigende Mobilfunkstrahlung, wie mit Grenzwerten geschwindelt wird. Mobilfunk beruht auf elektromagnetischen Wellen im Frequenzbereich von 1 bis 300 GHz, welche als Mikrowellen bezeichnet werden. Solche Mikrowellen werden künstlich erzeugt und können mit den menschlichen Sinnesorganen kaum wahrgenommen werden. Im Gegensatz dazu gibt es natürliche elektromagnetische Strahlung. Die bedeutendste natürliche Quelle elektromagnetischer Strahlung ist die Sonne. Durch sie entsteht zum Beispiel Wärmestrahlung, Licht- und UV-Strahlung. Laut Dr. Karl Hecht, Professor im Ruhestand für Neurophysiologie, ist unser Planet Erde von einer elektromagnetischen Hülle umgeben. Wir schwimmen in einem unsichtbaren elektromagnetischen Ozean. Professor Hecht bezeichnet den Menschen als elektromagnetisches Wesen, weil die Bioelektrizität des Menschen messbar sei. Diese wird in der Medizin genutzt und durch verschiedene diagnostische Verfahren gemessen, wie zum Beispiel das EEG, das die Hirnströme misst, das EKG die Herzströme und das EMG die Muskelströme. Aus natürlichen Quellen gibt es auf der Erde im Mikrowellenbereich von 1 bis 300 GHz keine elektromagnetische Strahlung. In diesem Bereich findet die Zellkommunikation von Menschen, Tieren und Pflanzen statt und das Gedeihen von Leben wäre durch Mikrowellen gestört. Laut dem 2012 verstorbenen Umweltmediziner und Arzt Dr. Hans-Christoph Scheiner werden durch elektromagnetische Strahlung von außen das räumliche Molekülgebäude der Erbsubstanz und der Eiweißketten in den Zellen gefährdet. Dieses gerät durch die künstliche Strahlung, wie eine Holzhütte bei einem Erdbeben, in übergroße Eigenschwingung und bricht. Mit Einführung der Mobilfunkstrahlung wurde Wissenschaftlern schon früh klar, dass deshalb Strahlengrenzwerte zum Schutz von Mensch und Natur festgelegt werden müssen. Denn bereits in den 1990er Jahren wurde in Studien nachgewiesen, dass Mobilfunkstrahlung Tiere und Zellen schädigt. Während des Aufbaus eines der ersten Mobilfunknetze in Deutschland, dem 2G-Netz, veröffentlichte die Deutsche Strahlenschutzkommission eine Untersuchung bei Zebrafinken und bei Zellkulturen, die zeigte, dass Mobilfunkstrahlung Zellen schädigt. In seinem Vortrag zum Thema 5G, Internet der Dinge, Komfort oder Katastrophe, berichtet der elektrosensible Ulrich Weiner am 29. November 2018 auch über die Anfänge der Mobilfunkindustrie und die Festlegung der Mobilfunkgrenzwerte wie folgt. Und Sie mussten sich jetzt dringend was überlegen, wie können wir unser Funknetz weiterbauen, obwohl erste Gesundheitsschäden offiziell bekannt sind. Also wir sind jetzt 1991, 1992. Da waren sie ganz schlau. Heute würde man eine Softwareänderung machen. Also macht man das heute beim Diesel, man macht mal schnell eine Softwareänderung. Das konnte man damals noch nicht, da gab es noch nicht so viel Software. Aber man hat sich was anderes überlegt. Und das Prinzip nenne ich immer Giftpilzprinzip. Das muss ich auch so einfach immer erklären, weil ich es auch viel an Schulen, bei den Schülern erkläre, die müssen es ja verstehen. Also was ist ein Giftpilzprinzip? Es ist ganz einfach. Wenn ich so einen Giftpilz nehme und ich schneide den jetzt ab und ich schmeiße den jetzt hier in die Menge und ich treffe jetzt jemand am Kopf, also eine physische Wirkung, ich treffe jemand am Kopf, was passiert dem? Ist der tot? Nein. Der hat nicht mal eine Beule wahrscheinlich, ja, weil der Pilz ist sehr weich. Das war so die physische Wirkung. Wenn ich den jetzt hinschmeiße, eine physische Wirkung ist zum Beispiel Bewegung, Wärme, Kraft. Wenn ich den Pilz jetzt in Scheibchen schneide und ich verteile den jetzt hier großzügig, ist er dann gesundheitsschädlich? Ja gut, manche sagen, der Fliegenpilz ist nicht ganz so giftig, wie wir in der Schule gelernt haben, okay. Aber nehmen wir mal an, es ist ein richtig giftiger, so ein Knollenblätterpilz oder so. Wenn den jetzt jemand isst, was passiert? Dem wird es auf jeden Fall mal richtig schlecht und wenn er zu viel isst, dann hat er den wahrscheinlich zum ersten und zum letzten Mal gegessen. Und das ist das, vielleicht kurz, das ist die biologische Wirkung. Wenn ich den Pilz in mich esse, dann habe ich eine biologisch-chemische Wirkung in mir. Wenn ich den Pilz auf jemanden schmeiße, hat es eine physikalische Wirkung. Die physikalische Wirkung wird er überleben, die biologische Wirkung nicht. Die Industrie hat gesagt, genau das ist die Idee, das machen wir beim Mobilfunk. So basieren bis heute die Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung, die den Menschen vor Gesundheitsschäden schützen sollen, nicht auf der biologischen, sondern einzig auf dem Schutz vor der physikalischen Wirkung. Laut dem Arzt Dr. Wolf Bergmann sind diese Werte völlig unzureichend, da die Erwärmung ausschließlich an totem Gewebe, also Leichen, ermittelt wurde.
Sie wurden mit einer einzigen Mobilfunkfrequenz während einer Kurzzeitbestrahlung von wenigen Minuten gemessen. Die Flut von Mikrowellenfrequenzen, mit der heute gestrahlt wird, wurde nicht berücksichtigt. Von offiziellen Stellen wird die biologische Wirkung der Mobilfunkstrahlung, also die Wirkung auf die Zellkommunikation bei Menschen, Tieren und Pflanzen, nicht anerkannt und nicht gemessen. Somit wird die gutgläubige Bevölkerung massiv getäuscht. So schützen die Mobilfunkgrenzwerte in Wirklichkeit nicht den Menschen vor Krankheit, sondern sichern der Mobilfunkindustrie den weiteren ungestörten und finanziell sehr attraktiven Ausbau ihrer Mobilfunknetze. Sehr geehrte Damen und Herren, bis heute wird aus Profitgründen von offizieller Seite nicht über die seit Jahren bekannten Gefahren durch Mobilfunkstrahlung auf Menschen, Tiere und Pflanzen aufgeklärt. Helfen Sie durch Verbreitung dieser und anderer Sendungen mit, dass der Grenzwertschwindel aufgedeckt wird und auch Politiker nicht mehr schweigen können. Die Mobilfunkgrenzwerte müssen so festgelegt und definiert werden, dass Menschen, Tiere und Pflanzen vor krankmachenden Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung geschützt werden. Beim Schulausflug fragt der Schüler den Physiklehrer. Ist dieser Fliegenpilz gefährlich? Ist es gefährlich, wenn ich dir aus einem Meter Entfernung einen Stein an den Kopf werfe? Ist auch gefährlich, wenn ich das Gleiche mit dem Fliegenpilz tue? Nein. Nein. Der Schüler ist beruhigt, denn nach den Gesetzen der Physik ist der Fliegenpilz ungefährlich. Der Physiklehrer kann sich nicht erklären, warum der Schüler nach dem Verzehr des Fliegenpilzes krank wird. Was? Unmöglich. Das Fundament des Grenzwertes beruht auf der Annahme, dass es nur auf wärmebasierenden Wirkungen, das heißt nur bei physikalischen Vorgängen, Wirkungen durch Mobilfunkstrahlung gibt. Der Grenzwert bezieht sich auf einen leblosen Körper und berücksichtigt die biologischen Wirkungen in unserem lebenden Körper in keinster Weise. Jegliche Wirkungen, die nicht auf Wärme basieren, werden vehement bestritten, da ansonsten den gesetzlichen Grenzwerten jede wissenschaftliche Grundlage entzogen wäre. Hier nun eine Definition des Grenzwertes. Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen Körper um 1 Grad Celsius erwärmt. Langzeitwirkungen über 30 Minuten bleiben unberücksichtigt. Der Grenzwert schützt somit tote Materie vor einer Erwärmung für einen Zeitraum von 30 Minuten. Wir sind ein lebendiger Organismus. Wir werden meist 24 Stunden vom Mutterleib an dauerbestrahlt. In unserem Körper laufen unzählige komplizierte biologische Prozesse ab. Selbst das ICNIRP-Gremium muss in seinen Richtlinien einräumen, dass der Grenzwert nur vor kurzfristigen, unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen durch erhöhte Gewebetemperaturen schützt. Alle Fachleute sind sich jedoch einig, dass zum Beispiel von WLAN keine Wärmegefahr ausgeht. Die Grenzwerte schützen vor etwas, was letztlich gar keine Gefährdung darstellt und sind somit eine arglistige Täuschung der Bevölkerung. Bei der Grenzwertfestlegung wurden die nicht-thermischen, biologischen Effekte nicht berücksichtigt. Wirkungen zum Beispiel auf Nerven oder Hormone wurden völlig ausgeblendet.
Würde jemand die Höhe radioaktiver Strahlung mit dem Thermometer statt mit dem Geigerzähler messen und aufgrund dieser thermischen Messung die Radioaktivität als ungefährlich einstufen, würde man ihn für verrückt erklären. Beim Schutz vor Mobilfunkstrahlung wird uns jedoch gerade dies als Wissenschaft verkauft. Sehr geehrte Zuschauer, wir haben gezeigt, dass die gültigen Grenzwerte unverantwortlich sind. Dies bestätigt auch die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, STOA. Die Besorgnis der Öffentlichkeit ist nicht unbegründet. An Stellen mit Langzeitbelastung sollten 100 Mikrowatt pro Quadratmeter nicht überschritten werden. Haben sich unsere Wissenschaftler und Experten bei der Grenzwertfestlegung in Deutschland um 5 Zehnerpotenzen geirrt? Dann steht uns ein Mobilfunkgau bevor.